Ja, wir haben ja in den letzten 14 Tagen, 3 Wochen zwei große Fördermittelbescheide bekommen. Einmal für die Sporthalle, zwei Feldersporthalle, die an der Schule errichtet werden soll. Und einmal für den Anbau des Rathauses, das heißt für ein Archiv und natürlich, was ganz wichtig ist, für den behindertengerechten Zugang fürs Rathaus. Das sind die zwei großen Dinge, die uns die nächsten Jahre beschäftigen werden. Und ich hoffe, dass alles so abläuft wie geplant. Die Sporthalle soll dann 2020 in Betrieb gehen. Der Anbau des Rathauses beginnt mit dem Bau wahrscheinlich erst 2019. Also 1000 Jahre Feier des Stadtteils Großdeuben war ein sehr schönes Festwochenende. Die zentralen Feierlichkeiten fanden ja am vergangenen Wochenende statt. Und es gab viele Events. Also wir hatten ja von der Festgala mit dem Leipziger Sinfonieorchester über abends Rockkonzert, nächsten Tag Kinderattraktionen auf dem Festplatz und abends die Firebirds und danach ein großes Feuerwerk und am Sonntag dann Ausklang mit einem Frühschoppen, der bis in den Nachmittag hineinging mit der Gruppe Unverschämt. War also ein gefülltes Wochenende mit vielen Attraktionen. Wir hatten Glück mit dem Wetter, summa summarum alles super gelaufen. Ja, da wir einmal bei Großdeuben sind, wir haben dort eine Straßenbeleuchtungsmaßnahme in der Straße des Friedens, die hat gerade erst begonnen, sind ca. 70, 80 Meter weit gekommen schon mit den Kabelverlegearbeiten. Wir haben weiterhin hier in der Stadt selber den Spielplatz, Pestalozzi-Platz. Dort haben wir gerade die Spielgeräte bestellt oder das Spielgerät bestellt. Das soll dann, sobald es eintrifft, das ist eine längere Bestellzeit, soll dann dieses dort errichtet werden. Wir haben hier im Haus 2 der Stadtverwaltung Böhlen, also Haus 2 des Rathauses, eine Baumaßnahme. Da wird das Obergeschoss ertüchtigt für den Wegwerser e.V., der dort einziehen soll. Und wir haben zurzeit oder beginnen jetzt im Bauhof im Gewerbegebiet Graulis die energetische Sanierung. Dieses Jahr soll aber im Rahmen dieser energetischen Sanierung erstmal die Deckendämmung erfolgen. Und dort zieht im Obergeschoss dann unser Schützenverein ein. Ja, in diesem Jahr soll noch die Straße am Streitteich, also ein Teilstück am Streitteich, saniert werden. Das beginnt jetzt auch mit der Planung, die ist abgeschlossen und soll dann auch gebaut werden. Und in der Zwenkauer Straße, in dem Zusammenhang mit den deutschen Bahnbauaktivitäten in Großdeuben, Zwenkauer Straße, soll noch eine Hebeanlage von der Deutschen Bahn errichtet werden, die dann durch die Stadt übernommen wird. Dort geht es um das Abwasser der Zwenkauer Straße, was dort mit Pumpen gehoben werden soll.